Der neue 3er BMW darf seine Stammkunden nicht vergraulen. Dazu muss er sich aber auch immer neu erfinden. Das hat bislang dazu geführt, dass die Bayern sehr vorsichtig bei Änderungen am Design waren. Doch jetzt soll das Mittelklasse-Modell wieder mutiger und aggressiver gestaltet werden. Denn der neue 3er soll statt 6 sogar 7 Jahre durchhalten und damit bis 2025 am Markt bleiben. Der Schwerpunkt der Antriebspalette liegt zunächst einmal bei den Verbrennern und auf einem möglichst kleinen Verbrauch, bei steigender Leistung versteht sich. Ab 2020 kommt dann der erste Elektro-3er. Er soll anders als die i-Modelle so viel vom Fahrwerk und vom Aufbau wie möglich aus der Großserie übernehmen. Der E-Motor soll zwischen 272 und 340 PS haben. Auch eine zweimotorige Variante plus Allrad ist im Gespräch. Der 70 Kilowattstunden Akku soll im Alltag bis zu 500 Kilometer Reichweite erlauben. Um das Gewicht weiter zu reduzieren und somit auch die Reichweite zu erhöhen, wird in München mit Elementen aus Kohlefaser experimentiert. Auch wird das Multimedia-System aufgerüstet, zum einen mit einer neu entwickelten Sprachsteuerung, später soll dem Bedienteil eine Blicksteuerung hinzugefügt werden. Da bekommt der Satz "Ein Blick in die Zukunft" eine ganz andere Bedeutung. Ab 2018 geht es mit dem neuen 3er los.